Auch nicht. Hier ging's hoch. Jetzt will ich einfach mal durchreiten und mal ausprobieren, wie das so ist hier. Fupp. Aber ist die Gefahr so, dass ich auf dem Boden liege. Das wird eine Freude! Du hast es so gewollt! Okay. Auf damit! Aua, aua! Ach, hört doch auf! Ach, hört doch auf, Alter! Was ist denn das für eine dämliche, sinnlose Kacke? Wirklich. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Kann wirklich keiner erzählen, wirklich. Okay, ist hier eine Aufnahme. Also wirklich. Bekloppt ist das eigentlich. Meine Güte. So, wie viel Schaden machst du? 100. Die nehme ich jetzt. So. Oh, jetzt reit mal los und jetzt reicht's mir. Geh jetzt erstmal wieder nach Hause zur Ratei. Genug vom Kämpfen gerade. Oh, eine ganz kurze Pause wirklich, sonst flipp ich hier aus. Das ist doch wirklich nicht normal. Gibt's einen besseren Weg nach Ratei? Hm. Ja, nicht wirklich, ne? Der würde jetzt hier lang reiten. Unten rum. Naja, komm, ich reite einfach mal drauf zu. Aber dann muss ich jetzt aber oben rum raus. Hier durch. Hier durch. Und danach. Oder auf der anderen Seite vom. Ah, hier. Hier ist eine Brücke. Da geht's durch, okay. Also wirklich. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Jetzt glaube ich, weiß ich auch, was die Leute damit meinen, dass es echt schwierig ist. Mit dem Kampfsystem. Aber dass er ihn wirklich hat. Also meine Herren. Echt schwer. Sie waren anscheinend zu schnell, ne? Beim Galoppieren. So, wie muss ich jetzt reiten am besten? Mhm. Ja, also ich mache es hier einfach geradeaus mal durch. Mal gucken, wo wir hinkommen. Mal halt mal ein bisschen Erkundungstour. Hm? Hier lang. Ja, dass hier einer gleich mit dem Speer kommt und knallt mein Pferd weg. Wirklich voll schön gemacht. Und friedlich mit der Musik. Phase. Keine Überfälle. Achso. Was Pferd. Puh. Was schon, das wäre jetzt hier irgendein Gegner. Können wir ein bisschen langsamer reiten, ist ja okay. Rechts sind Hunde. Irgendwo durch. Ah, guck mal.
wir jetzt hier rausgekommen? Ein kleines Dorf. Reiten wir jetzt hier runter, reiten wir die Straße weiter. Hier muss man, kriegt man ein bisschen reiten. Na schön. Ah, das sieht schon echt idyllisch aus, gell? Kannst du wirklich nichts sagen. Also sollte wirklich jeder mal gemacht haben, ja, einfach mal mit dem Pferdchen durch die Landschaft geflogen, hätte ich fast gesagt, geritten. Echt schön. Da muss ich auch mal sagen, das ist so, du siehst immer wieder was Neues. Schenke zur Waldwiese. Total geil. Da reitet man natürlich langsam durch, weil wir wollen ja auch kein Umreiten. Tag. Tag. Hallo? Tag, hallo. Hallo, guten Tag. Der Musik noch dazu. Guter Mann, hast du einen Moment? Klar, gibt's. Was ist denn? Also ich fordere dich zum Duell, mein Herr. Was? Du hast mich gehört. Winde dich gar nicht erst heraus. Auf! Was soll das? Ich pflege gewöhnlich nicht mit dahergelaufenen Gesellen von der Straße bis zum Tode zu kämpfen. Sag mir erst, was das soll. Ganz einfach. Ich fordere dich zum Duell, du abscheulicher Mann. Was ist denn mit ihm? Dein Angesicht. Ganz schön eifrig, was? Wer bist du überhaupt? Ich bin Herr Olbram von Losin. Erfreut dich kennenzulernen, Herr Olbram. Also, was soll das? Meine Mutter schickte mich aus, um Erfahrung zu sammeln. Sie ist besessen vom höfischen Rittertum. Ich soll eine Jungfrau suchen und sie retten. Und Ruhm im Kampfe sammeln. Doch ich muss zugeben, ich bin nicht sehr gut. So, lass uns kämpfen. Wozu ein Duell? Das ist Schwachsinn. Wieso fängst du nicht mit der Jungfrau an? Ich kämpfe nicht gegen dich. Das ist eine verdammt törichte Idee. Geh nach Hause. Würde ich ja gerne. Aber was sag ich Mama? Sag ihr, sie soll Tristan und Isolde vergessen und dich zufrieden lassen. Dann hast du nicht nur deine Ruhe, sondern auch Untertanen, die dich ernst nehmen können. Leichter gesagt als getan. Ich glaube, dazu fehlt mir der Mut. Du hast genug Mumm, um Passanten zum Duell zu fordern. Da wirst du wohl deiner Mutter die Stirn bieten können. Vielleicht hast du recht. Danke für deine ermutigenden Worte. Stets zu Diensten, mein Herr. So, ne, das war ja einfach. Lieber Gott, warum wurde ich als Adliger geboren? Ja, besser als, ne? So, Nikolas Lukaschek, Michael Hedrich, Andreas Björnbeck und Warholz. Warholz? Das ist nicht hier Macher von dem Spiel? Na gut, Moment, ich bin gleich soweit. Autsch, jawohl, gut, und weiter geht's. So, und jetzt von hinten, ping! Dann drüber. So ein Heini. Ja, was hätte mir das jetzt gebracht, den armen Kerl da zu bekämpfen? Also erstens mal wäre ich wahrscheinlich wieder gestorben. Und zweitens mal, wenn ich ihn umgehauen hätte, dann was dann? Der kann mir doch bestimmt noch irgendwann mal wenden, das da hinten. Reite ich überhaupt noch richtig? Naja, wir gucken gleich mal. Mal vorne beim Feuer sind. Bisschen üben hier. Zack. Zack. Und zack. Zack. Jetzt hier dieses Ding. Dieser Pferdehof. Bin ich der. Ich bin jetzt gerade ein bisschen falsch geritten. Ich wollte doch hier lang reiten. Na, ja, okay, pass auf. Dann muss ich jetzt mal hier nach rechts. Scheiße. Schon gewundert, was das jetzt ist. Das ist der Pferdehof.
Zum A. Müssen wir. Naja. Aber ich hätte mich wirklich gefreut, wenn hier mal so ein paar Banditen noch kommen würden. Immer mal wieder. Und oftmals ist es ja wirklich so, dass wenn die Karte neu spawnt oder der Spielstand neu lädt, dass dann ja zufälligerweise anscheinend irgendwelche Banditen gegen normale Leute kämpfen, ne? Wenn es hier gerade schon mehrfach gesehen hat. Aber in welchen Rhythmen und wie und was und wo, weiß ich jetzt leider auch noch nicht. Aber ich denke, das werden wir auch noch herauskriegen. So, ist wieder aufgefüllt. Weiter geht's. Richtung Südwesten. Cool ist natürlich auch, dass sich hier ganz entspannt mal alles Bogen raus. Ist halt auch einfach mal mit dem Pferd. Aber mal im Reiten auch schießen kannst. Echt total geil. Na gut. So. Bum 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 bum. So, das müsste Neuhof sein. Packen wir mal so hier weg. Einmal komplett dran vorbei. Achtung! Reiten wir unten rum, sind wir schneller. Wollen wir jetzt durch die Stadt eiern. Schon so eine gewisse Zeit drauf, gell, wenn du hier komplett einmal rumreiten willst. Achtung, Achtung. Hab's eilig. Ja, ein bisschen so. Achtung. Achtung, Achtung. Na gut, ab hier machen wir dann doch lieber ein bisschen langsamer. Das mit einer Anzeige kassieren wegen. Och jo, komm. War weg. Du warst nicht weg. So. Achtung, Vorsicht. Theresa, ich komme. Gut ist aber, wenn wir den ganzen Weg reiten, kriegt man schön entspannt Erfahrungspunkte beim Reiten. Ne? Wer weiß, was das irgendwann mal gut ist? Wer weiß? Voll dagegen gelaufen. Entschuldigung. War nicht beabsichtigt. So, meine Kleine. Hier. Stell dich mal hier ab. Ich. Wo sind deine Nichte? Na, Theresa. Oh, nein, mein Gott. Wir schlafen. Gut, sei doch nicht so. Ach so, ich wollte ja mal. Ach nee. Alles schon schlecht geworden hier. Nehmen. Nehmen. Ja. Wetterschnaps, da ist er. Nicht so viel. Nehmen wir viel mit. Wegschmeißen, ganz wegschmeißen. Oh gut, kannst du alles weghauen. Ich will schlafen. Hast du so eine Olle? Spät. Sachen kurz mal wegwerfen. Fallen lassen. Bis. So.
Gleich geschafft. So, ich habe immer noch die Sache. Na gut, ist nicht schlimm. So, warte mal, jetzt habe ich hier die Axt. Die Axt. Nehme ich jetzt mal an. So, jetzt nehme ich hier mal die. Ich nehme an, da wird nicht viel passieren, ne? Oh, aber schnell. Also mit der Axt sind wir definitiv schneller. Oh, gib mal her die Infos. Steht natürlich jetzt nicht da. Die hat aber 22. Sehe ich ja schon besser. Nehmen wir das. Gut. Ah, daneben gestochen. Na gut. Ist Theresa wieder wach oder was ist mit ihr? Na, geht doch. Hey Fräulein, warte mal. Hallo Theresa. Wie hübsch du bist, Liebster. Liebster? Okay. Wie geht's dir so? Na, wie geht's dir so? Ich denke immer zu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? In die Schenke. Im Ball Galgenberg den Fluss entlang spazieren. Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Kann doch. Lass uns gehen. Bisschen spazieren gehen, hm? So, geh mit Theresa spazieren. Der wird bestimmt da überfallen, dann muss ich sie beschützen. Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Komme immer wieder gerne zu dir. Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Man wäre gerade wirklich Arschlöcher im Sinne von... Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. So ein schöner Fluss. Wie wär's mit einem Wettrennen? Hin? Der Letzte ist eine Schnecke. Fragst du aber eher wohin? Oh. Na los. Lauf, ich will nur nicht zu weit gehen, weil ich irgendwie Bedenken habe, dass die gleich weg ist. Mach ich den Salat. Schon schön aus mit dem Säge. Plus. So? Oh, ich das Problem. Wo ist er? Hä? Ach, hier. Das war spaßig. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld.
Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ich schwelge im Luxus. Es ist eine Arbeit wie jeder andere. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Arbeit wie jeder andere. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin mir sicher, du liebst es und willst mich nur nicht neidisch machen. Scheiße, falsche Entscheidung. Hallo. Howdy. Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Sind deine Knie etwa weich geworden? Nicht wirklich. Ich habe viel zu viele Pflichten. Das Einzige, dessen Kopf verdreht, bin ich. Achso. Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Das macht doch keinen Sinn. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt gehen. Nein. Darf ich mitkommen? Ich will nicht, dass die Leute tratschen. Vielleicht ein andermal. Oh. In ein paar Tagen erneut ausführen. Hey, Theresa. Ist schon wieder soweit? Ich wüsste gerne... Was wüsste ich denn gerne? Naja, das wüsste ich alles nicht gerne. Okay. Kommen wir ja gut nach Hause, Fräulein. Ach, hier bloß. Muss jetzt mal ganz kurz da vorne hingucken. Ist da so ein Berg hoch links? Liegt da oben eine Kuh? Da oben lag doch jetzt gerade ein Tier. Habe ich mich da jetzt verguckt? Pferd. Ist hier ein Pferd? Das kann ich nicht gutheißen. Aber wir müssen weiter forschen. Runtergefallen oder so, oder wie, oder was? Der Runde auf die Straße kommen. Okay, sie ist schon weg. Aber jetzt ging es, glaube ich, hier links den Berg hoch, jawohl. Ein Grab. Einfach nur hier. Okay. Einfach nur lang. Na gut. Ja. So, gibt es denn hier jetzt noch irgendwas zu erledigen? In dieser Gegend da? Nö. Ja, bei dem brauche ich nichts probieren. Und somit kann ich ja wirklich nur noch. Versuchen, diese Scheine zu machen. Ah, was haben wir denn noch so für Questens? Na gut, das ist der Nims. Stief 50 Euro. Na los. Mehr Kämpfe. Lehnt sich jemand mit Wetten auf Raufereien eine goldene Nase? Vielleicht kann in ein oder zwei Groschen aus ihm herausprügeln. Aber die Frage ist: Wer? Das würde ich jetzt gerne mal überprüfen. Ich weiß nicht, wo. Ja, woanders ist es nicht. Also geht es jetzt nochmal hoch in die Stadt. Gucken wir nochmal. Können wir zumindest so ein bisschen prügeln, kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Kraft. Mit der Kraft können wir dann eventuell später auch ein bisschen besser draufhauen. Ich werde jetzt aber noch mal kurz speichern müssen. Ist eigentlich auch ein Zimmer? Nee, egal. Na gut, komm.
Dann muss es wohl hier sein. Was wollen wir machen? Gute Nacht. Gute Nacht. So. Dann wieder aufstehen. Hab. Kein Hunger. Verdammt. Ich werde trotzdem mal was essen. So, leckeres Töpfchen. Nom nom nom. Mein Pferd hier vorne abstellen. Ah. Hier müsste, glaube ich, gleich der Ding sein. Cornelius. Gelobt sei Jesus Christus. Lustig. So, okay. Er war es nicht. Der dämliche Landstreicher. Beste Grüße. Frisst du dich mal um, wenn du mit mir redest? Möge Gott über dich wachen. Bettler. Da. Ich finde den noch, keine Sorge. Milan hieß der Hund. Das ist der Händler. Alle ineinander sticken. Metzger. Carolina. Ne, okay, schade. Ich dachte, mit der kann man ein bisschen mehr reden. Gott behüte dich. Ja, dich auch. Let's go. Ja. Ja, du gehst gar nicht durch. Doch, doch. Auf hier. Alex? Gott sei mit dir. Irgendwie sind das nicht die Leute, die ich hier Gott behüte dich. Schon mal gefunden habe, verdammt. Hier Löckchen. Oder gibt es den jetzt nicht mehr? Um die verprügelt haben. Glauben. Hier. Okay. Tag. Wo ist Löckchen? Oben vielleicht? Pickel. Ja, der war es nicht, oder? Nö. Nee. Hab ich nur letztens drüber gelacht, dass er Pickel heißt. Ey, wo ist denn hier Lackchen? Oder Kunisch, warte mal, Kunisch. Der kriegt doch auch noch Prügel. Der elende Hund. Weil er uns unser Geld noch nicht gegeben hat. Müsste eine Frau sein. Da. Könnte doch einer von den Besagten sein, ne? Kunisch. Das Geld, das du mir schuldest. Es will nicht in deinen Schädel, wie? Dir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. So, sei vernünftig. Du kannst dich nicht ewig rauswinden. Du gibst einfach keine Ruhe, was? Na schön. Ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst, wenn du dann die Schulden vergisst. Na gut. Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Also schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Ein Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlet schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Na gut. Schau mal. Ich glaube trotzdem mal hier weiter.
zu gucken, wo die anderen beiden Heinis sind. Ich möchte bedenken, dass sie einfach nicht mehr da sind. Ich werde auch dem Taschendieb da unten jetzt 50 Münzen geben. Was soll ich damit? Also wirklich. Warum soll ich dem Heini da Geld aus der Tasche klauen und dann kriege ich wahrscheinlich eh die Schnauze voll? Lohnt sich gar nicht. Bettler. So, hier. Da hast du dein Geld. Ich bin dir ein Weilchen gefolgt und hab dich keinen ausrauben sehen. Aber Geld stinkt nicht. Hier, ein Teil von dem Geld, wie versprochen. Und ich habe einen anderen Auftrag für dich. Natürlich. Was für ein Auftrag ist das? Hab Mitleid. Wo mit du auch hingehst, siehst du arme Tölpel wie mich, die nicht mal einen Pisseimer haben und betteln müssen. Aber du siehst auch diese vornehmen Rateier, wie sie hochnäsig daherstolzieren, nur an sich selbst denken und sich einen Dreck um uns arme Leute scheren. Mit dem Geld aus dem Beutel einer einzigen vornehmen Gans könnten wir uns alle satt essen. Ein voller Magen für alle? Das muss dann aber ein dicker Geldbeutel sein. Ich versuche es. So ist's recht. Im Gegenzug bringe ich dir was bei und du bekommst natürlich auch was ab. Okay. Reiche Bürgerin, ne? Das könnte ja vielleicht ein bisschen besser klappen als der blöde Heini hier. Ah, und die sitzt natürlich auch wieder bei sich zu Hause im Haus. In Reiten. So. Viele Wachen hier drinne. Gut. So, jetzt müsste hier oben auf der linken Seite gleich sein. Absteigen. Da ist er. Komm ich da rein? Ohne aufzufallen. Direkt komme ich ja nicht ran. Rotten. Essensraum. Na komm. Auch gar nicht. Was führst du hier im Hallo? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Schreckliches. Wie ich hörte, häuten sie einen bei lebendigem Leib. Und was sie mit den Weibern anstellen. Lieber sich selbst das Leben nehmen, als diesen Heidenhunden in die Hände fallen. Das ist richtig. Gott behüt dich. Ich auch. Ohne Wache. Kann ich die Tür nicht öffnen? Was willst du hier? Ich gehe doch schon. Kann ob die Wache auf einmal her? Kann ich helfen? Wir stehlen drücke, was passiert?
Na ah, toll. Warte mal, das ist jetzt scheiße gelaufen. machen wir nochmal. Ach, ich muss die Olle umhauen. Geht sonst nicht anders. Ich muss sie einfach umhauen. Jetzt bin ich hier. Was mache ich hier? Achso, ja. Genau, jetzt muss ich runter zu dem Heini. Muss dann wieder sagen, ja, das Geld. Bitteschön. Mein Gott. Also muss ich wirklich am besten von hinten anschleichen. Damit die Probleme sich in Grenzen halten. Hm. Wirklich am einfachsten ist es einfach, sie hier ohnmächtig zu machen, aber... Hm. Am liebsten würde ich das mal irgendwo probieren, gell? Ah, ich kann sie noch nicht. Mal jetzt erstmal. Gelobt sei Jesus Christus. Grüß dich. Da hast du dein Geld. Ich bin dir ein Weilchen gefolgt. Ja, hier, weiß ich. Ordnung. Mach mal so. Was für ein Auftrag ist das? Wo du auch hingehst. Aber du siehst... Mach ich. So. Mach's gut. So. Wo könnten wir das jetzt mal üben? Der Bettler hier hat ja auch nichts. Der ist gerade weg. Nachbar, mir bleibt keine Wahl als zu betteln. Aus Skalitz stamme ich und ihr wisst schon. Was? Hör auf, hey, Scheiße, ein Dieb! Hilfe, verhaftet! Das war auch schwer. Ja, ist sehr gut, ich bezahl doch. Wach, kommt her, rasch! Da drüben ist ein Dieb! Tschüss. Tut mir leid. Du da, halt! Ja, ha. Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Du wurdest beim Stehlen erwischt. Ach, nun ist aber Schluss. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ja, wie teuer wird's denn? 60 irgendwann. Ihr habt doch einen völligen Schaden. Du machst einen großen Erfolg. Aber alles gut. Komm, ich zahle einfach. Ja. Du hast dich vor dem Gib mir dein... Piss dich. Ein Dieb! Hab doch schon bezahlt, hör die Schnauze. Meine Güte. Der Vogt. Also ich kann schon mal schlecht stehlen. Wert. Hm? Reiten wir da hoch. Oh. Ja, aber schnell, ey. Tag. Suchst du was Bestimmtes? Nein. Und du? Geh weg. Bin auf dem Klo. Ich bin auf dem Klo, was soll denn das werden? Was glaubst denn du, was ich auf dem Klo mache? Hm? Mein Gott, Alter, bist du auch. Geh dich. Lauf doch mal weiter, bitte. Bitte laufe weiter. Bitte, bitte, bitte. Okay. Was? Hallo. Mm-mm. Suche keinen. Mhm. Was? Weiß nicht, von was sie reden.
Danke. So. So funktioniert es nämlich. Ich sogar mal einen Punkt für Heimlichkeit bekommen. Jawohl. Da bin ich mal weg. Achtung, Achtung. Achtung. Puh, bin hier fast umgeraucht, ey. Ist der Vagabund? Ein Vagabund. Hier ist das Geld. Gut, die Hälfte ist für dich. Na, willst du noch einen Auftrag? Ja, geht aber auch ab, hä? Ein weiterer Auftrag? Ich bin ganz Ohr. Jawohl, es gibt da so eine Witwe bei uns im Lager, die im Elend lebt. Sie hat das letzte Erinnerungsstück an ihre Mutter, dem Pfandleiher, verkauft, damit sie ihre Kleinen ernähren kann. Jetzt bedauert sie es und bekommt nachts kein Auge zu. Ich soll das Erinnerungsstück zurückholen? Genau. Ich würde es ja selbst holen, aber sobald ich einen Fuß auf den Hauptplatz setze, verdreschen mich die Büttel. Ja, na klar. Hol ihren Ring von diesem Wucherer Wolfram Bruder zurück. Deine Belohnung kannst du dir bei ihm aussuchen. Er ist so reich, dass es wehtut. Bin bald zurück. Entschuldigung. Auf und auf.